Der Südfriedhof ist mehr als nur Friedhof und der erste Eindruck ist riesig. Ob aus der Luft oder vom Boden aus. 1901 wurde er von Gartenbaudirektor Adolf Kowalek angelegt, der neben der großen Hauptallee sein unscheinbares Grab hat. Günther Leitner nimmt uns mit auf eine Reise über den Friedhof im Süden, auf dem die meisten Kölner und viele Sportgrößen ihre letzte Ruhe gefunden haben. Wir sind auf dem Südfriedhof und das Besondere ist, er ist der größte Friedhof von Köln mit über 60 Hektar, was sicherlich auch daran liegt, dass hier zahlreiche Felder von Soldatenfriedhöfen liegen. Der englische Soldatenfriedhof, der italienische, sehr viele deutsche Soldaten beider Weltkriege sind hier begraben. Und darüber hinaus verdichtet sich hier sehr viel Leben aus dem Kölner Süden. Vor allen Dingen auch der Sport wird hier nicht zu kurz kommen. Direkt hinter dem Höninger Platz geht's rein in eine grüne Parkanlage, in der man sich vortrefflich verlaufen kann. Erst von oben sieht man, wie groß der Südfriedhof ist. Auffällig die achteckige Trauerhalle von 1912. Seit 40 Jahren ist Günther Leitner auch auf den Kölner Friedhöfen unterwegs. Die Grabstätten und Biografien der verstorbenen Menschen faszinieren ihn. Auch der erste Präsident des FC. Franz Krämer hatte den Spitznamen der Boss. Das war ein Manager, der erste Manager im Fußball, der packte alles an und der hat es auch geschafft, die Spieler so zu faszinieren, dass die so ein Profitum entwickelten. Und er hat dafür gesorgt, dass die Bundesliga im Fußball eingeführt wurde. Auch andere Kölner Fußball-Ikonen sind hier zu finden, wie Hans Schäfer, Mannschaftsführer der Weltmeistermannschaft von 1954. Legendär seine Vorlage für das Siegtor. Nicht weit davon entfernt das Grab eines Originals aus Sülz, Peter Müller, fünfmaliger deutscher Meister im Mittelgewicht. Peter Müller war eines der großen Originale in Köln und ist berühmt dadurch geworden, dass er bei einem Boxkampf einen Ringrichter K.O. geschlagen hat. Das war der Ringrichter Pippo, der soll ihn beleidigt haben und dann hat er so schön gesagt, und dann habe ich ihn ausgemacht. Wer sich die Zeit nimmt, den Friedhof zu erkunden, entdeckt die Gräber spannender Persönlichkeiten und viele Details. Der britische Ehrenfriedhof gehört tatsächlich noch dem britischen Königreich. Auf dem deutschen Ehrenfriedhof lässt eine hohe Stele an die gefallenen Soldaten beider Weltkriege erinnern. Und im Zentrum des italienischen Gräberfelds erinnert ein gekrönter Obelisk an die gestorbenen italienischen Soldaten. Liedermacher Günter Schwanberg gedenkt der Verstorbenen auf seine ganz eigene Art und Weise. Das war am Anfang die ganz große Frage. Der rennt doch nicht wirklich mit einer Gitarre über den Friedhof und musiziert da. Was ist das? Warum ich es mache? Ich erinnere an Menschen, die hier bestattet sind und die Musik gemacht haben. Heute singt er einem ganz Großen ein Ständchen, Karl Berbür. Wenn da de Su ist, dat die Engelscher ganz nackig sind im Fluch. Wenn dat so ist, dat da puffen die nix han im Portemonnaie. Ja, wenn dat so ist, bliebe mir doch lieber he. Karl Berbür galt in den 50er Jahren als der Liedermacher in Köln. Gallen am Ring, die Mädchen und die Junge. Als ich mit der Arbeit hier auf dem Friedhof anfing, sagte man mir, alles, nur nicht Heidewitzka, Herr Kapitän. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müller mo Bütche fahren wir so jäh. Yeah. Also wenn er es schon auf seinem Grab hat, werde ich es auch spielen dürfen. Der Südfriedhof ist auch ein Ort der Begegnung. Die Anwohner genießen das weitläufige Areal. Anfang und Ende liegen hier ganz nah beieinander. Die Anlage, die ist wirklich schön, idyllisch und da fühle ich mich wohl. Setze ich mich dann auch auf die Bank und höre die Vögel zwitschern und dann gehe ich wieder froh nach Hause und sage meinem Mann, tschüss, tschüss Jung, mach es gut. Der Friedhof als Ort, an dem jeder auch über das Leben nachdenken kann. Das Glück an jedem Tag
zu empfinden, den man erlebt, wo man auf dieser Welt noch in diesem Zustand sein kann. Und das geht auf dem Südfriedhof besonders gut.